Hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute gibt es natürlich die Alien Week 2022 und einen massiven Blick in die neue Banu Merchant Man, die ja deutlich vorangekommen ist. Dazu gleich ganz, 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 ganz viel und lasst gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert. So, wir fangen erstmal ganz entspannt an mit der Alien Week an sich. Die Alien Week wird jedes Jahr gefeiert, diesmal ein bisschen später, lag wohl an der Banu Merchant Man. Es gab den First Contact Day, das ist der 12. Juni 2438, laut Story gewesen, wo hier so ein Typ quasi das erste Mal auf Aliens getroffen ist, nämlich auf die Banu und aus Versehen darauf geschossen hat. Naja, hat sich alles dann geklärt und dann waren das quasi die ersten Verbündeten der Menschen. So, das Ganze wird also jedes Jahr gefeiert und insofern gibt es auch hier wieder einiges für euch zu machen, wenn ihr Lust darauf habt. Wir haben verschiedene Contests und wir haben auch neue, ja nicht neue, wir haben generell Alienschiffe, die im Zuge dieser Eventwoche angepriesen werden mit durchaus netten Rabatten, dazu kommen wir aber gleich. Erstmal, was könnt ihr machen? Das Wichtigste vielleicht vorab, neben der Tatsache, was ihr schon kennt, mit diesen Bar-Citizens und diesem ja, Banu-Würfel, das ist dieser Cube hier, ja, so ein kosmetisches Item im Spiel, das ist nichts Spielrelevantes, ne? Also da keine Sorge. Das wird ja weiterhin ausgegeben bei den Bar-Citizens, aber ihr könnt hier, steht mit dabei, auch auf andere Weise daran kommen, denn CRG wird in Posts diese veröffentlichen oder in Videos, wie auch immer, ja, immer mal was raushauen sozusagen. Und soweit ich das persönlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt weiß, ist es so, dass die Hälfte eines vollständigen Codes bereits veröffentlicht wurde von CIG. Das heißt, die andere Hälfte könnte jetzt noch während der Alien Week kommen, also vielleicht morgen oder wenn, gut, ist das Video jetzt am Freitag, also am Freitag oder am Samstag oder wir werden mal sehen. Wir werden den Code gemeinsam im Stream vervollständigen, der hat nämlich 16 Zeichen und wenn wir alle haben, dann wird man diesen Code für eine begrenzte Zeit und wahrscheinlich auch für eine begrenzte Menge einlösen können. Ich weiß nicht wie viel, fragt mich das bitte nicht, ich habe keine Ahnung. Wir werden das alles herausfinden und das Ganze dann gemeinsam lösen, sodass also möglichst jeder, der möchte, an diesen Banu Cube rankommt, auch wenn er oder sie nicht zu einem Bar Citizen kann. Finde ich ein schönes Entgegenkommen von CRG, denn naja, ist es nun mal nicht so einfach und auch wenn es nichts Relevantes ist, wir haben ganz, ganz viele Sammler und die sollen natürlich auch in der Lage sein, irgendwie da ranzukommen, wenn sie auch ein bisschen mitmachen. Gut, also das mal vorab. Dann haben wir zwei Contests, nämlich einmal den intergalaktischen Trinkwettbewerb, das Wetttrinken, wo es darum geht, ein, ja, im Real Life ein alienhaftiges Getränk zu mixen und das Ganze dann zu fotografieren mit eurem Handle darunter und dann bei CRG einzureichen. Ich verlinke euch diese Seite hier, könnt euch mal in Ruhe mit befassen, wenn ihr darauf Bock habt. Es gibt auch schöne Preise. Die will ich euch mal ganz kurz zeigen. Beim Trinkwettbewerb nämlich gibt es hier eine Aspiria Prowler mit LTI und dem Harmony Paint, dazu gleich mehr. Für den zweiten Platz gibt es eine Banu Defender mit LTI und dem Skin und der dritte Platz bekommt eine Talon mit LTI und ebenfalls dem Skin. Das Ganze läuft bis zum 27. Juni, also habt noch Zeit und wie gesagt, hier einfach an das Bild halten, so irgendwie so ein eigenes Getränk mixen und da gibt es eine Jury, die das Ganze entsprechend anhand von Qualität, Originalität, Kreativität und so weiter dann aussuchen wird. Ja? Das ist also ganz, ganz wichtig. Der zweite Wettbewerb ist der Alien Ship Poster Contest. Da geht es darum, dass ihr so eine Art Werbebanner oder so ein Poster macht von eurem Lieblings-Alien-Schiff. Da könnt ihr euch also einfach einen Screenshot machen im Spiel oder ein Konzeptbild nehmen aus der Website und dann im Spiel einen Screenshot macht von eurer Lieblingslocation und das Ganze dann so zusammenführt. Ich denke mal, das rechte Bild hier sagt am meisten aus. Da ist irgendein Mond. Ich glaube, das ist Jela, ne, mit einem Ring hier. Und dazu die Banu Defender und dann irgendwie cool Design. Das Ganze mit Photoshop am besten oder mit Paint, wenn ihr mögt. Und ja, dann könnt ihr es ebenfalls hier rein posten in diesen Schiffsposter-Wettbewerb. Und da gibt es auch wieder was zu gewinnen, nämlich eine Banu Defender mit LTI und den neuen Harmony Paint, eine Talon mit LTI und dem Harmony Paint und eine Nox mit LTI und Harmony Paint. Auch das läuft bis zum 27. Juni. Genau, einfach mal, wenn ihr euch interessiert, ich verlinke es euch, wie gesagt, im angepinnten Kommentar, schaut da mal rein und macht da gerne mit, es schadet ja nicht und wenn ihr Zeit und Lust darauf habt, macht es ja auch Spaß. So, dann gibt es noch Banu-Übertragungen, da kommt also noch was auf uns zu im Zuge der Alien Week, vermutlich also dann weitere Code-Bestandteile. Hier übrigens, das ist einer dieser Code-Bestandteile, diese beiden Buchstaben hier, upsala. Ja, die zwei hier, die ergeben quasi schon die ersten vier von 16 Zeichen. Und ja, dann kann man sich einen Code quasi zusammen basteln.
Und dann gibt's noch die Bahn Merchmen, zu der kommen wir aber gleich. Was wir ebenfalls haben zur Alienweek sind die außergewöhnlichen Angebote und die sind tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Wir haben einmal die Vendual Blade, hier kaufbar für $275 plus Steuern. Ne? Denkt dran, das ist immer der Nettowert in Dollar. Ein ja, ziemlich agiler Jäger mit guten Waffen drauf, der im Prinzip der zum Beispiel einer Gladius kaum hinterher steht, muss man sagen. Also ne, ein bisschen schlechter als die Gladius aktuell, aber ein cooles Alienschiff auf jeden Fall. Wir haben die Banu Defender, ja, mit einem Warbond-Rabatt von 220 gesenkt auf 200, wenn ihr upgraden möchtet. Könnt ihr also wieder Warbond-Ketten bauen, dazu komme ich gleich nochmal. Das ist quasi dieses Schiff, was auch in der Banu Merchantman landen kann, für zwei Personen, so ein Shuttle-Jäger. Wir haben die Kartual, ein Scouter, ein Spähschiff, könnte man sagen, ja, mit extrem manövrierfähigen Triebwerken. Übrigens an der Stelle mal kurzer Hinweis, wir werden heute Abend im Stream ab 18 Uhr nochmal mit den Alienschiffen einiges machen, ein bisschen Multicrew, ein paar Missionen und ich zeige euch nochmal einige coole Features von diesen jeweiligen Schiffen, ne? Also das nicht verpassen. Die Barne Merchantman, die ist gestiegen von 550 auf $600. Sie ist ja im Prozess, dass sie gerade gebaut wird und fertig gemacht wird, also wird es auch ein bisschen teurer. Gibt ein Warbond-Upgrade auf die Merchantman nochmal zum alten Preis, also für $550. So, dann gibt's noch die Nox, dieses kleine Hoverbike für eine Person für 45, ganz normal. Wir haben die Prowler, auch die hat ein Warbond-Upgrade mit $30 Rabatt. Könnt ihr also auch kombinieren mit der Banu Merchantman. Also dieser Truppentransporter, dieses Dropschiff quasi. Wir haben die Gattac Rail, das ist noch im Konzept, dieses Hull-ähnliche Frachtschiff, könnte man sagen, mit einer externen Fracht. Und wir haben noch die Santok Yai, oder wie man das auch immer ausspricht, so ein Jäger. Ja, mit hoher Geschwindigkeit, wie sie hier schreiben, also ein sehr schneller Jäger und auch noch Konzept, ganz wichtig, ne? Und wir haben noch die Talon und die Talon Shrike, die beiden Flight-Ready-Jäger der Tevarin, die hier ebenfalls, ja, einmal die Laser-Variante und einmal die Kanonen- oder ja, eher Raketen-Variante hier angeboten werden. Zum Warbond-Upgrades komme ich gleich nochmal. Wir haben noch hier unten noch ein Bundle. Da könnt ihr euch, wenn ihr wollt, hier eine Banu Defender mit den ganzen Skins hier zu gehören und diesen Sammelnadeln, die ihr unten seht, das ist so Ingame-Kram, einfach kaufen. Und wir haben natürlich auch diese, ja, Alien Week Collection hier mit ein paar Sachen dabei. Gibt hier eine Concierge, ja, Complete-Pack-Variante, wie immer, wo alles LTI hat, wo alle Alien-Schiffe mit dabei sind. Also auch das könnt ihr euch in meiner Ruhe angucken. Auch das ist unten mit verlinkt. So. Und zu den Warbond-Upgrades will ich euch kurz was zeigen. Wir haben einmal hier nämlich die Möglichkeit, Warbond-Ketten zu bauen und auch die Möglichkeit, irgendwas zu sichern. Warbond-Ketten, da nochmal kurz der Hinweis, ich will es nicht nochmal groß ausbreiten. Ihr könnt euch einfach irgendwie ein Upgrade holen, zum Beispiel hier auf die Banu, na, wo haben wir sie denn hier, die Banu Defender, ja. Dann drückt ihr hier drauf und habt ihr entsprechend den Rabatt und könnt also das Schiff dadurch günstiger bekommen. Ihr könnt aber auch diese Warbond-Upgrades miteinander kombinieren, also mehrere davon kaufen und dann bis hoch zur Merchantman theoretisch upgraden, ja, mit $50 Rabatt und spart auf diese Weise aktuell um die $120 auf diesen Preis. Das heißt, ihr kriegt aktuell die Merchantman für rund $480. Könnt ihr machen. Wer nicht, der soll es lassen, das ist auch okay. Ne, jeder wie er mag. Was ihr aber auch noch machen könnt, ihr könnt euch zur Sicherheit einfach ein Upgrade sichern auf die vergünstigte Merchantman. Das heißt, ihr klickt die obere Variante hier an, geht dann hier links auf alle Schiffe, wählt das teuerste Schiff aus, was verfügbar ist, also in dem Fall die Hercules M2, zack, und kauft euch ein Upgrade. Das kostet dann 30 Euro und dann habt ihr euch den Preis, den aktuellen Preis der Merchantman nochmal gesichert, denn die wird auf jeden Fall, werdet auch gleich sehen warum, die wird auf jeden Fall noch um einiges teurer werden. Ich habe keine Ahnung, wohin die noch gehen wird, aber vielleicht sogar Richtung 1000. Schauen wir mal, was da noch passiert am Preis. Das könnt ihr also machen und ihr könnt das Ganze noch kombinieren mit folgender Kaufmöglichkeit, auch das will ich nicht versäumen euch zu zeigen, nämlich mit der Legionnaire. Die ist ja immer noch kaufbar und die wäre ja ein wunderbares LTI-Token mit einem 20€ Rabatt, ne? Denn ihr kriegt die hier noch weiterhin in dieser Warbond-Version als Concept-Schiff für 100€ oder 108€. Die ist aber über 120€ wert. Das heißt, ihr nehmt dann also nochmal hier einen 20 Rabatt mit auf die Merchantman oder wohin auch immer ihr wollt. Also wenn ihr jetzt aktuell upgraden wollt auf eine Merchantman oder sowas ähnliches, dann immer von der Legionnaire, also die einfach vorher kaufen. Und dann der Reihe nach die Warbond-Upgrades einlösen. Und dann habt ihr einige Euronen gespart. Das ist gar nicht mal so schlecht, muss man sagen. Und lohnt sich vielleicht für den einen oder anderen von euch. Da
Dann gibt es auch noch neue Skins, nämlich einmal hier für die Nox, das sind diese Harmony Paints. Sieht eigentlich ganz cool aus. Wir haben sie uns im Stream angeschaut, die wechseln so schön die Farben. Ne? Je nachdem, wie es gerade beleuchtet wird, sind sehr nette Paints. Gibt es für mehrere Schiffe, ne? Auch für die Talon und Talon Shrike, das gilt ja für beide Schiffchen. Barney Defender hat denselben Skin ebenfalls, wo sogar dann diese interne Treppe mit diesen Farben hier gemacht ist. Sieht sehr, sehr cool aus. Und auch für die Prowler gibt es den Skin. Könnt ihr euch überlegen, die Skins, wo habe ich sie hier, da sind sie, sind nicht allzu teuer, je nachdem welches Schiff man halt haben will, ne, ein 5er, 11 Euro, 17 Euro, 7 Euro, ne, jeder wie er lustig ist, denkt wie gesagt daran, der gilt auch für die Shrike, könnt ihr also auf beide Schiffe draufpacken und der gilt natürlich auch für die Nox Q, das ist also egal, das ist das gleiche Vehikel, könnt ihr da überall drauf nehmen. Spannend dürfte sein, ob auch für die Merchantman dann später nochmal so ein Skin hier kommt, denn die Barn und Defender gehört ja irgendwie mit dazu, kann ja auch in der Merchantman landen und da wäre es natürlich doof, wenn die einen anderen Skin hat als das Schiff, aber das werden wir dann sehen, vielleicht kommt dann zur nächsten Alien-Week nächstes Jahr, wenn die Merchantman schon flight-ready sein sollte, kann ja gut sein, dann nochmal so ein Skin raus für das große Handelsschiff und zu dem möchte ich gerne jetzt kommen. Und das ist wahrscheinlich eines der längsten Inside Star Citizen, die wir überhaupt bisher hatten. Deswegen mache ich es heute auch mal ein kleines bisschen anders. Das sind übrigens die anderen beiden Symbole hier, ne, für den Code. Denn CRG spendiert uns hier passend zu Alien Week eine wahnsinnig große, ja, Merchant-Mentur innen und außen. Und deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen anders vorgehen, als ich das sonst vielleicht mache. Das ist noch das alte Konzept der Barno Merchantman, ja, wie man sie ja noch kennt von früher. Und die hat sich ja ganz schön gewandelt. Sie ist größer geworden, sie ist länger geworden, sie ist ein bisschen klobiger und höher geworden. Und an vielen Stellen wurde sie überarbeitet. Und das wird also nur Zeit, mal zu schauen, ja, wie weit ist sie denn mittlerweile gekommen? Und deswegen gehen wir mal hier so ein bisschen rein und gucken uns das Ganze mal im Detail an. Hier haben wir jetzt die Greybox-Phase der Merchantman von außen und ihr seht schon, sie ist hier tatsächlich in Engine, wie auch, wie ihr das schon von den Bildern kennt, im neuen Design. Mit den ganzen neuen Farben, den neuen Flächen und so, was sie halt dort machen, sieht schon richtig, richtig nice aus. Und was dem gewieften Auge vielleicht nicht entgangen ist, schaut mal auf diesen Flügel hier. Das ist interessant. Denn sie haben tatsächlich auf die Community gehört, die Merchantman klappt nicht mehr die Flügel nach oben, sondern sie kann sie einfahren. Und das sehen wir auch gleich an einer Animation, wo ich mal kurz hingehe. Wir haben ja noch diese ganzen schönen Texturen oben drauf, dieses Grau, dieses Weiß, es fehlt noch ein bisschen Gold an manchen Stellen, also es ist noch nicht ganz fertig. Und sie selbst sagt ja auch, dass die Greybox, oder ja, von außen zumindest, die Greybox noch nicht ganz fertig ist, aber schon recht weit, aber die innen drin ist noch teilweise viel Whitebox, wenn man gleich sehen, der ganze Innenraum ist noch nicht so weit, dass man jetzt da irgendwelche Texturen drauf hat in den meisten Fällen. Aber immerhin, man sieht schon eine ganze Menge Kram und ich glaube, wir sind da schon gut vorangekommen. So, was wir jetzt gleich sehen, ist die Animation. Und die sieht wirklich nice aus. Ihr seht, es fährt schön aus. Dieser hintere Teil des Flügels, der klappt dann auch so ein bisschen zusammen, dass es eine ebene Fläche gibt. Hat sich die Community lange gewünscht und ich freue mich sehr, dass sie das gemacht haben. Es fährt also ein und aus und erlaubt uns damit also auch in größeren Hangars noch zu landen. Wir brauchen also nicht die Capital Hangars. Das wäre nämlich dann ziemlich ungünstig, wenn man die bräuchte. Nein, sie kann auch in 890 Jump Hangars landen oder von der Carrick im Hangar landen und damit ja immer noch ziemlich agil sein, was das Landen generell in irgendwelchen Raumhäfen oder Stationen angeht. Ne, beim Capital Hangar, den gibt es kaum, gibt nur ganz wenige Stationen, die den überhaupt haben, wäre das dann halt sehr, sehr begrenztes Einsatzgebiet für die Merchantmen und ein bisschen doof. So, ich lasse mal jetzt mal hier mal so ein bisschen laufen. Das ist jetzt die Brücke, man sitzt quasi auf dem Pilotensitz hier gerade. Und dort gegenüber ist der Co-Pilotensitz. Ihr seht, das ist noch sehr, sehr whiteboxig. Und ja, es ist alles sehr, sehr groß. Denn die Barnu sind ja eine Alienrasse. Die sind 2,50 Meter oder 3 Meter hoch. Das heißt, das Schiff muss generell im Design verfolgen, wo diese Größen der Barnu, die diese Schiffe ja selber bauen, berücksichtigt werden. Aber wo wir als Spieler das Ganze auch nutzen können. Und das heißt, wir haben also diese ganzen Hover-Sitze an ganz, ganz vielen Stellen. Ja, wo man sich reinsetzt und dann hochgefahren wird, um eine gute Übersicht zu haben. Die hinteren beiden Sitze, die ihr hier gerade seht, das sind die von den Remote-Geschütztürmen, wo es also auch zwei Stück gibt und von denen aus man dann, ja, mehr oder weniger die Waffen bedienen kann. Wir haben ja verschiedene Waffen, wir haben vorne die großen Size 8 Knarren drauf und die kann der Pilot dann benutzen. Die Remote-Geschütze sind, glaube ich, Size 5, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre.
und diesen dann von den anderen beiden zu benutzen. Im hinteren Teil der Brücke geht es dann ja diesen Weg entlang, da geht es dann nach oben zum großen Hauptgeschützturm, das ist dann der bemannt oder befraut werden muss. Und rechts und links haben wir EVA-Access, beziehungsweise auch unsere Slots für die Raumanzüge. Das heißt, wir können also dort einen Raumanzug schnell anziehen, können rausgehen aus dem Schiff oder wieder reinkommen und müssen nicht das Schiff dabei irgendwie entlüften oder die ganze Brücke entlüften und haben auch dort die Escape-Pods direkt mit angebracht. In der Mitte, wenn man da ein bisschen hochgeht, kommt man zu diesem Raum und das ist der bemann- oder befaubare Geschützturm, der sehr, sehr viel Platz einnimmt, wie ihr schon seht. Ja, das ist relativ groß angelegt und ist so ein bisschen eindrucksvoll gedacht. Ne? Man soll auch ein bisschen nach unten gucken können, da unten, da ist aktuell nur alles schwarz, aber kann man dann auch ein bisschen durchschauen. Da ist nämlich dann eigentlich Glas drin. Ja, und dann setzt man sich dann letztendlich hin und kann sich vom Geschützturm hochfahren lassen. Das ist also wieder so ein Xian-Hover-Stühlchen, von dem man dann in den Geschützturm reinkommt, der dann letztendlich auch eine ordentliche Sicht bieten soll, denn der fährt ja wirklich raus, ist aktuell noch nicht hier aktiviert. Dieses Dach von dem Turm, das soll sich ja auffalten, geht momentan noch nicht. Und dann hast du aber letztendlich, wenn es dann geht, diese komplette Sicht ringsherum über das ganze Schiff hinweg und insofern auch eine gute Möglichkeit, das Schiff zu verteidigen, weil sie legen natürlich auch Wert auf ein bisschen Sicherheit, die guten alten Banu, und wollen ihre Waren und ihre Gäste natürlich auch gut beschützt wissen. So, kommt man aus dem Geschützturm dann raus, kann man rechts herumgehen und landet dann im Habitation-Bereich. Ja, das ist also sozusagen der Raum von der Crew, wo man sich so ein bisschen, ja, mehr oder weniger ausruhen kann, wo man diesen Baum des Lebens auch hat, denn das ist so ein bisschen die Story von den Banu, dass die an diesen Baum des Lebens glauben und dass der sich durchs ganze Schiff durchzieht und das ist hier dann diese zentrale Stelle davon. So ein bisschen was Heiliges, so ein heiliger Raum könnte man vielleicht sagen, der dafür dann da ist, um dort vielleicht auch mal zu beten oder ähnliches. Direkt daneben haben wir dann auch die Krankenstation des Schiffes, denn wie eine 8-Minute Jump oder auch wie eine Carrack hat hier natürlich auch ein Size 2 Bett zu sein. Links und rechts sind dann solche kleineren Entspannungsbetten, könnte man sagen. Wie auch bei der Carrack, da haben wir ja auch diese normalen Aufwachbetten. Wenn also die Operation dann durch ist, kann man dort in diesem schleimigen Süppchen wieder aufwachen und fühlt sich gleich ganz, ganz toll. Das heißt, wir können also auch in der Merchantman respawnen, wir können mittlere und leichte Verletzungen heilen und uns somit also auch ein bisschen versorgen, hat so ein bisschen die Möglichkeit autark zu sein und auch entsprechend, dass die Gäste im Zweifel auch mal hier hochgebracht werden können, wenn ein medizinischer Notfall ist und versorgt werden können. Direkt dahinter befindet sich dann der Medic-Raum für den medizinischen Offizier, also dort kann man dann seinen ganzen Kram lagern und kann dort auch mal am Büro Tisch irgendwas erledigen und so weiter und so fort. So, dann sind wir wieder in diesem Recreation-Bereich, wo wir dann zum einen diese Star-Map haben und wir haben eben auch diesen Essensbereich, wo also dann die Leute, also die Crew selber sich zu essen nehmen kann, hier entsprechend ein bisschen entspannen kann, ein bisschen chillen kann, vielleicht auch eine Route berechnen kann im Zweifel mit der Sternkarte. Ich persönlich finde das mit der Sternkarte nicht ganz optimal gelöst, es sieht so ein bisschen komisch und aufgesetzt aus, da mittendrin in dem Raum und dann sitzt man dann davor und hat das im Gesicht. Ich weiß nicht, ob das so eine geile Lösung ist, aber das ist ja auch alles noch White- und Greybox teilweise, das heißt, da kann sich auch noch einiges verändern mit der Zeit. Das werden wir noch dann sehen. Wie gesagt, ich finde das, gerade wenn er sich jetzt hier so hinsetzt, ne, ist so ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so eine gute Sache ist, aber naja. Was man aber hier auf jeden Fall gut erkennen kann, ist, dass die Schüler halt höher sind. Also verdoppelt so hoch, wie ein normaler Stuhl sein sollte, weil eben die Banu sehr, sehr groß sind und viel Platz brauchen und das entsprechend sich dann auch in den gesamten Schiffsdesign widerspiegelt, also auch bei den Türhöhen und bei vielen anderen. Hier geht es dann direkt nach hinten in den Hangar-Bereich und da seht ihr auch, wie groß und wie tief vor allem dieser Hangar ist. Ne? Hier soll ja normalerweise dann die Banu Defender reingeparkt werden, aber ich denke mal, hier ist noch Platz für diverse andere Vehikel. Mal gucken, was dann da alles so reinpassen könnte. Werden wir noch alles herausfinden, wenn es dann Flight Ready ist, aber sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus und sehr eindrucksvoll groß. Generell ist die Merchantman ein wirklich absurd großes Schiff. Es wird gleich noch absurder. Das kann ich euch schon mal versprechen. Gerade im Frachtbereich, zu dem wir dann auch gleich noch kommen.
Das nächste Absurde sind dann die Fahrstühle. Wir haben hier auf der Ebene insgesamt zwei Crew-Fahrstühle. Das heißt, die sind also verschlüsselt, kann nur die Crew benutzen. Das heißt, die Passagiere, die also irgendwie ihre Märkte unten bedienen, haben da keinen Zugriff drauf. Und diese Fahrstühle führen beide komplett durchs gesamte Schiff durch. Das heißt, die Crew kann jederzeit jeden Bereich, jedes Deck finden. Und ihr seht, wir haben hier insgesamt 6 Decks. Das ist damit das Schiff, was die meisten Decks überhaupt im Spiel hat. Jedenfalls von denen, die momentan Flight Ready sind. Und das ist schon mächtig gewaltig. Das hier ist übrigens der Crew, der Kundenfahrstuhl, kann man sagen. Also hier wäre sozusagen die Endstation für die normalen Leute, die hier an Bord arbeiten oder die an Bord als Gäste da sind, als Händler da sind und so weiter. Zu dem Raum, da kommen wir gleich noch. Das ist der Konferenzraum, wo dann der große Tisch steht und wo man dann verhandeln kann. Wie gesagt, den sehen wir aber gleich. Was wir uns erstmal angucken, sind die Gästequartiere. Denn die sind wirklich cool. Man kommt so rein und dann muss man erstmal um die Ecke laufen, um überhaupt was zu sehen von diesem Gästequartier. Da hast du dann diesen schönen Schreibtisch, alles schön rund, hinten das Bett und ein paar Pflanzen. Und es ist alles viel Wert drauf gelegt, dass es so elegant aussieht. Und es gibt sogar ein eigenes Klo nochmal für die jeweiligen Gäste an Bord. Ja, mit Dusche, mit allem drum und dran. Wie sie es gehört, ganz schnieke und ganz ordentlich. Denn die Bano sind ja gerne länger unterwegs, auch mal mehrere Tage. Und verhandeln dann währenddessen mit ihren Gästen über, was weiß ich, über Verträge, über Abkommen oder ähnliches. Also die Gäste sollen es möglichst gut dabei haben. Und genau von dort kommt man auch dann direkt zu diesem Konferenzraum, den wir gerade schon gesehen hatten. Wo eben entsprechend ein sehr großer Tisch ist, wo die Verhandlungsführer sitzen, die Unterhändler der Banu und vielleicht auch der Captain des Schiffes oder was auch immer. Ja? Und dann kann man entsprechend hier seine Abkommen aushandeln und sich ja, miteinander verabreden zu irgendwelchen Dingen. Kann auch was essen dabei, was trinken und so weiter. Hier sehen wir jetzt den Ausblick nach unten in den Frachtraum und jetzt sind wir mal auch direkt drin und ihr seht, wie absurd groß dieser Frachtraum ist. Das Schiff hat fast 3000 SCU. Das ist verdammt viel. Das ist wirklich, wirklich verdammt viel. Und das ist, es ist so groß, dass sogar Nebel nach oben erscheint. Also lächerlich groß. Und es gibt auch da so einen Fahrstuhl, wo man entsprechend nach oben und nach unten fahren kann. Das Ganze wird ja auch dann beladen über einen großen Frachtkran, der oben dran ist an der Decke dieses Frachtraumes. Der ist noch nicht drin hier. Und mit dem kann man dann eben diese ganzen Container und Kisten stapeln und das ordentlich im Frachtraum verteilen. Das muss ja auch sein. Wir haben so eine Schwebefläche, die hoch und runter fährt zum Reinfahren. Und ja, der Frachtraum ist halt einfach absurd groß. Genauso wie die Händlerebene, die wir hier gerade sehen. Mit den ganzen einzelnen Shops, jetzt sehen wir es mal richtig schön ausgeboxt quasi in der White- oder Grey-Box. In der Mitte ist das große Hologramm, wo man dann eine Werbeannonce oder so schalten kann. Und ringsherum sind diese kleinen Shops hier verteilt. Das heißt, NPCs oder auch Spieler können hier ihren Kram verkaufen. Zum Beispiel einen Waffenhändler, vielleicht einen Rüstungshändler, vielleicht einen Essens- und Getränkestand, vielleicht eine kleine Bar. Ich habe keine Ahnung, was dann hier für Shops mal irgendwann möglich sein werden. Das müssen wir einfach mal abwarten. Aber es macht auf jeden Fall für mich jeden, also für mich jedenfalls, absolut Lust auf mehr. Ich finde das total cool. Vor allem auch zwei Ebenen mit diesen Shops. Das ist wie bei Deep Space Nine so ein bisschen. So eine lebendige Raumstation fast schon. Das ist eigentlich schon kein Schiff mehr. Es ist wirklich wie so eine Raumstation, die umherfliegt. Und als Umschlagplatz dient, als Marktplatz dient, wie so ein fliegender Aldi quasi, aber halt in cool. Und in, vor allem auch in wunderschön an vielen Stellen. Das letzte, was wir hier noch sehen, ist dann der Crew-Aufenthaltsbereich. Und der ist sogar mal schon durchdesignt, noch nicht komplett wahrscheinlich, aber an vielen Stellen. Wir haben hier also die ganzen einzelnen Betten. Wir haben in der Mitte so einen Sitzbereich, so eine Art, ja, es sieht ein bisschen aus wie bei Aladdin und die Wunderlampe, ne? So ein bisschen arabische Nächte-Feeling kommt da bei mir jedenfalls auf. Es ist so, die Banu selber sind ein Volk, was nicht wirklich hierarchisch arbeitet. Das heißt, auch der Captain wird hier genauso schlafen wie alle anderen. Die haben also keine extra Betten oder extra Räume in dem Sinne, sondern die leben einfach als Gemeinschaft, als Kollektiv sozusagen miteinander. Und offenbar gibt es auch wenig Privatsphäre. Die haben alle so einen kleinen netten Sternenhimmel quasi über einem Bett, dass sie also gut einschlafen können, kleine Schlafkojen, aber mehr brauchen die nicht, also sind da offenbar sehr, sehr sparsam mit ihrem eigenen Platz, den sie zum Schlafen zumindest brauchen.
Ja, zum Schluss noch ein paar Bilder von der Merchant Man, von den Konzeptbildern. Hier nochmal das Hologramm, vorher war gerade der Frachtraum dran, der Geschützturm. Es ist wirklich ein monströses Schiff, ein sehr, 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 sehr geiles Schiff, meiner Einschätzung nach jedenfalls. Ich habe sie ja selber, ich freue mich schon drauf, wenn sie dann irgendwann flight ready wird. Geplant auf der Roadmap ist sie noch bis März nächstes Jahr. Also das heißt, bis dahin müssen wir uns offenbar noch gedulden. Vielleicht werden sie aber auch schon eher fertig. Ich denke mal, die Fortschritte sind schon ziemlich gut. Die Frage ist halt aber auch, wie sieht es mit der Technik dahinter aus? Ne, wie funktionieren dann genau die Shops? Wir brauchen ja auch das rechte System für die einzelnen Fahrstühle. Da muss alles noch vieles gemacht werden. Also es fehlt noch ganz viel grundsätzliche Arbeit an diesem Vehikel. Und deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir noch dieses Jahr damit rechnen können. Ich würde mich eher auf nächstes Jahr darauf konzentrieren. Ja, was mit ihr zum Merchant Man? Wie hat es euch gefallen? Ich muss sagen, ich finde es toll, dass sie zur Eden-Wiki hier nochmal ordentlich einen rausgehauen haben mit der Merchant Man. Ein so langes Video hätte ich gar nicht erwartet. Sie haben es ja angekündigt zwischendurch, mal so angeteasert und da war ich schon sehr überrascht. Aber dass es dann doch so viel geworden ist und dass es so cool ausgesehen hat, hat mich sehr gefreut. Ja, viel mehr ist auch gar nicht zu sagen. Wir schauen uns jetzt nochmal einiges an. Bringt eure Fragen heute gerne im Stream mit. Es läuft noch das Giveaway mit der Talon LTI und dem Game Package, also kommt da auch gerne rein. Könnt ihr gerne noch mitmachen. Und wir haben noch ein zweites Giveaway, was ich aber noch nicht verraten habe. Das werde ich jetzt hier verraten. Ein zweites Giveaway, was dann auch startet, und zwar morgen, also am Samstag, nämlich eine Getac Raylan. Ja, mit lebenslanger Versicherung natürlich. Das dann morgen, also heute Talon und morgen dann Getac Raylan, die läuft dann noch ein bisschen länger. Alien Week ist jetzt kein riesengroßes Ingame-Event. Leider. Es wäre cool, wenn es eine Messe gäbe oder so, aber es ist trotzdem eine schöne Sache. Ich finde es ganz lustig und das ist ja auch etwas, was man später ausbauen kann. Das i-Tüpfelchen war definitiv das Merchant Man-Video. Habe ich mich sehr darüber gefreut und ich hoffe, ihr ebenfalls. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und dann sehen wir uns heute Abend um 18 Uhr auf Twitch. Und schreibt gerne eure Sicht zu all diesen Themen, wie immer, in die Kommentare. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, und würde ich sagen, bis dahin und ciao. With 65 degrees, last time I is, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the